So, hallo, willkommen zurück. Ja, wir haben uns ja hier schnell in den Krieg gegen England gestürzt, nachdem wir sahen, dass die so schwach sind. Und den führen wir jetzt weiter. Der sollte ziemlich schnell zu Ende gehen, hoffe ich. Jo, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Likes und die Abos. Und ja, gerne weiter so. Freut mich sehr, dass es euch gefällt. Jo, lass mal weiterlaufen hier. Achso, der hat sich hier schon mal verpinkelt. Sollten wir aber kriegen. Was ist hier? Die belagern auch. Schön für euch. Das läuft hier, die Belagerung. Die kriegen wir. Irgendwie getötet. Vertrag mit Söldnertrupp läuft ab. Das lassen wir jetzt mal ablaufen. Wertvolle Geisel gleich gefangen genommen. Sehr schön. Sind das gar keine Gegner? Das ist ein interner Krieg, oder? Armee von ihm. Der führt Krieg gegen Limit. Achso. Der wird keusch. Rachsüchtig oder stur? Dann soll er halt keusch werden. Ist es der Sohn zum Sohn oder was? Nö, der hat noch. Ah, der kriegt erst. Okay, wer auch immer das ist. Irgendein Mündel von uns. Lösegeld. Das machen wir. Oh ne, ich glaube, das ist schlecht. Der dazu gezählt? Nö, hat er nicht. Da kommen sie wieder. Dann gehen wir da gleich wieder hin. Belagerungen sind gleich durch. Können wir ihn abfangen hier? Nein, aber ich... Ja. Sehr schön. Ist das der König selbst? Ja. Vielleicht nehmen wir ihn gefangen. Das wäre perfekt. Nö, aber einen seiner Kommandanten haben wir gefangen genommen. Er zieht sich jetzt wieder zurück. Die sind inselchristlich, das müssen wir dann auf jeden Fall ändern. Aber ich glaube, es kriegt er eh er, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wer es war. Staatsspitzel hat ein Geheimnis entdeckt. Fraktion geschaffen gegen uns mal wieder. Ist mir aber gerade mal egal. Kann man jetzt hier die Meinung erhöhen? Ja, bei ihm. Sollten wir auch tun. Sollten wir Truppe weg. Macht aber nichts. Der will hier gegenbelagern. Das lassen wir natürlich nicht tun. Rekrutieren wir mal. Soll er das machen? Eine Tochter habe ich bekommen. Meine Wunden sind verheilt. Sehr schön. Der haut ab. Dann fangen wir ihn hier ab. Die gehen wir hier belagern. Ist wieder der König. Können wir ihn diesmal gefangen nehmen, dann wäre das Ganze schon erledigt. Komm, nimm ihn gefangen. Nein. Leider nicht gefangen genommen. Du hier belagern. Ich glaube, er bekommt das hier. Genau, der hat Ansprüche aufs Königreich. Das wäre ja gut. Er ist auch leider inselchristlich. Ich möchte jetzt gern, dass du dich bekehren lässt. Ich probier's. Ja, er hat's gemacht. Perfekt. Du kriegst nochmal ein Geschenk. Ich bin jetzt mal schleimig. Ah, nee, das zählt noch, das alte. Dann machen wir es nicht. Dies beendet die Belagerung. Dann gehst du gleich hier hin. Erstmal hier hin. Aber eine reicht jetzt noch und dann hat sich's eh erledigt. Ich würde es begrüßen, wenn wir meine Bande neu verhandeln können, mein Kaiser. Jede Verbesserung meiner Position würde natürlich meine Schatzkammer oder meine Ländereien Begeisterung. Aha. Jo, musst du was dafür bezahlen. Lösegeld. Dabei? Nein. Na gut, dann fordern wir das ein. Das Lösegeld. 50 immerhin wieder.
Sprecher, die Bürgermeisterin. Den Kerker machen wir ein, den Herzog. Kerker mal auch ein. Dann können wir sich bitte wieder freikaufen. Dann hat sich das von mir aus erledigt mit ihren Missetaten. So, komm, werd fertig hier. Das war's, die Forderung des Dingen, so sei es. Hallo, Spanien. Alle auflösen. Der Dschihad, der komische, ist auch vorbei. Oder umgekehrt, ich weiß es gar nicht mehr, wie es war. Herzogtum schaffen. Yep. Dann vergeben Lancaster. Das ist hier oben. Schauen wir mal, was für Grafen wir hier haben. Wenn er sich bekehren lässt. Könnte annehmen. Warten wir mal ab. Er hat ein Druckmittel erhalten, aber er hat es gemacht und dann bekommt er es auch. Herzogtum Lancaster. Sehr schön. Ich würde gern Lothringen auch abgeben, weil dann können die sich um ihre Probleme selbst kümmern. Kriegsvorzug verfügbar, wird aber nicht angezeigt. Auch nice. Dann gehen wir mal rein. Dann nehmen wir den Aufseher. Okay. Und jetzt würde ich gerne auf die Diplomatie gehen. Mhm. Und zwar Majestät, Prestige oder... Diplomatie plus 3. Das ist für mich besser. Ja, wir haben hier noch einen standhaften Amtführer. Dann ist er noch besser. Wir haben mehrere. Schade. Das hat es wieder nicht angezeigt. Liebesdinge, Todesverluste, Verringerung. Das ist ganz gut noch. Der lassen wir ablaufen, den Söldnertrupp. Hier haben wir ein paar, die noch was wollen. Oh, ein 22er. Der Herzog Manrik ist ja nichts Wichtiges, ne? Dann wird er's. Mhm, dann haben wir ihn auf unserer Seite. Doch, der Granada ist auch wichtig. Aber der kann halt nichts anderes. Der andere ist mir wichtiger. Der ist halt jetzt zielig. Kann ich ihm ein Geschenk schicken? Hatten wir erst auch. Dann versuche ich ihn zu beeinflussen. Mhm. Mr. Badajoz kann nix. Und die Dame kann eigentlich auch nix. Kriegsorden breitet sich aus. Baronie von Zeider, okay. So, das Königreich Lothringen möchte ich gern vergeben noch. Und zwar an... Das ist der von Maghreb, meinem Schwager von Aviero. Ich möchte schon einen Herzog hier nehmen. Das wäre ganz gut. Er hier. Vergeben. Er hat ja auch den größten Teil. Und dann passt das, ne? Ja. Mein Vasall, Staatsverwalter. Und dann ist er happy. Ja, sprecht weiter. Du bist eh zickig. Was sagen wir? Verleihen wir? Frohnlinde. Sehr schön. Eine weitere Tochter. Gibt irgendwie nur Töchter, ne? Und den England lassen wir aus, so wie es ist. Den Herzog kann man einkerkern. Ja, dann machen wir das. Und sie auch. Kann sich freikaufen. Sie kann sich auch freikaufen. Und adios. Und jetzt müssen wir mal unseren Kerker durchgehen, glaube ich. Lebt wohl, mein Vasall. Alles klar.
Gut, kurze Pause. Ein bisschen administrativ hier mal walten. Wir müssen religiös bekehren noch. Aber viel ist es nicht mehr. Das machen die alles schön selbst. Whatever. Hier oben, das interessiert mich auch nicht. Das ist seitdem sein Königreich. Und er ist katholisch, also wird das auch angreifen. Dann lassen wir das hier auf die religiösen Beziehungen. Das ist mir lieber. Die Kultur fördern können wir allerdings noch tun. Ne? Ja. Und unsere Grafschaften ausbauen sollten wir auch auf jeden Fall mal wieder. Das geht noch nicht. Haben wir das jetzt inzwischen? Ne, auch nicht. Cordoba. Dazu brauchen wir auch wieder Gutsherrschaft. Okay. Die Burg ausbauen. Da brauchen wir Burs für, oder? Ne, Festungsmauern haben wir auch noch nicht. Jähn können wir aber noch ausbauen. Dann machen wir doch das. So, jetzt gucken wir mal in unsere Innovationen. Okay, die Festungsmauern werden erforscht. Das lassen wir auch mal. Können wir da noch irgendwas machen? Ne, das ist die große Moschee. Und in Santiago, das gehört uns ja auch nach wie vor, ne? Genau, da haben wir die Großkathedrale. Okay. Nö, dann war es das auch schon wieder hier. Dann gehen wir mal... Oh, wir haben keinen Hofarzt. Ein erfahrener Diplomat. Den holen wir uns. Ansprüche. Ansprüche. Bjarn. Guter Befehlshaber. Oh ja, danke. Der ist wahrscheinlich durchgeflutscht vorn bei den Rittern. Was ist mit ihr? Haben wir irgendwie ein gutes, der Hofarzt werden könnte? Hier oben nicht. Hier unten. Der ist gut gebildet, aber nur 12. 23. Meine Gattin. Crazy. Die ist ja richtig gut. Und sie ist schwanger. Yes. Aber sie ist wahnsinnig. Macht nix. Hochintelligente können immer ein bisschen wahnsinnig. Meine Nichte. Die ist ein super Intellektueller. Dann nehmen wir doch meine Nichte als Hofarzt, oder? Mhm. Nur 4 Gefangene, okay. Die gehen wir mal durch. Und 18er Befehlshaber. Das könnte nicht schlecht sein. Ich verlange die Bekehrung und rekrutiere dich. Ein 20er. Nee, den möchte ich nicht. Den könnten wir hinrichten. Ja, den richten wir hin. Dann haben, was ist das? Shukubu Abadalat. Aha. Meinungsglaubensgeschwister. Du kannst gehen gegen Bekehrung. Adios. Das ist übrigens im neuen Patch nicht mehr so mit der Bekehrung. Da können sie einfach nur so bekehren und die machen es auch nur, wenn sie das möchten. Was mit dir? Du kannst eigentlich auch nichts. Die hat aber Ansprüche. Malagon. Ich verlange mal die Bekehrung auch und dann kann sie gehen. Okay, dann können wir weiterlaufen lassen. Mein Sohn, Bosson. Ich habe einen neuen Sohn. Sehr schön. Meine Nachfolge gucken. Lebt wohl, lebt wohl. Wir erhöhen die Lehnsautorität. Gut. Dann hier. Erbteilung können wir nicht. Da brauchen wir Erbherrschaft. Okay, Großteilung geht auch nicht. Primo, Ulti, genau. Das ist alles das Gleiche. Im Nachfolge verlorene Titel Galizien und Navarra bekommt er. Kann er gerne kriegen. Aber es sind sowieso alles noch Vasallen. Solange kein Ding gegründet wird, kein neues Großreich, ist das, glaube ich, alles gut. Britannien ist eh noch nicht so weit, oder? Nee, da brauchen wir noch viel. Germanien genauso. Ich lobe meine Frau. Die soll mir gern noch Kinder bringen. Okay, gut. Was gibt's da noch? Ich
kann noch einen Meisterzug schaffen. Tun wir das doch. Mal kurz Pause. Euer Ruhm ist weithin bekannt. Sehr schön. Schauen wir mal, wer hier drin ist. Der Earl von Rochester wäre hier drin, ne? Mhm. Die Gräfin hier. Und das gehört dem König selbst. Ich gebe es ihm nochmal. Du bekommst auch das Herzogtum. Alles klar. Dann ist er super happy. Weniger Ritter. Ja, was soll ich dran ändern, ne? Ist halt so. Meinen Sohn und Spielerben würde ich gern raushalten. Wo ist er denn? Ist er überhaupt drin? Nein. Okay, das ist sehr gut. Wir haben 51 Einnahmen. Wir können die auf 100% machen. So. Kostet zwar, aber ist egal. Ich werde überfallen. Whatever. Das soll sich bitte der drum kümmern, dem es gehört. Die Herzogin will immer noch. Er und er. Nee, hier sind eigentlich nur Könige mehr im Rat, außer der Spitzel. Okay, lass mal weiterlaufen. Einfach die Frohnatur, finde ich gut. Sollen wir Westfranken übernehmen? Können wir da irgendwas? Haben wir da Ansprüche? Ich stelle wieder die nächste Party hier. Ja, Mini-Ansprüche, ne? Tun hier oben. Nee, das wird nix. Aquitanien, wie sieht das hier aus? Mhm. Er ist ein Schwindler geworden. Hm, zwei kleine Ansprüche. Die sind recht stark, muss man sagen. Ne? Die sind auch noch verbündet hier. Mhm. Die eingekerkert, alles klar. Lebt wohl. Mit 1200 Mann, 2000 Mann und 800 Mann. Okay, schon einiges. Nichtsdestotrotz würde ich da gerne rein, ne? Anspruch erbitten. Ich bleibe eine Weile, das ist gut. Irgendein fallen gelassener Anspruch, whatever. Die Bretagne. Wie sieht es denn hier aus? Der ist mit Bayern verbündet. Oh, Bayern hat 6800 Mann. Das ist schon mal gut. Die Fraktion hat sich aufgelöst. Haben wir da Ansprüche? Ja, natürlich auf die Bretagne oben. Hm. Zeit für die Abreise. Was sein Turm anbieten möchte er nicht. Cornel, was ist mit dir eigentlich? Der führt Krieg gegen Lothringen. Grafschaft in Straßburg. Königreich. Okay, der hat eine andere Religion. Ah, der ist Slavisch. Okay. Bayern. Selbst da haben wir ein paar Ansprüche, das ist gut. Byzanz, ne, nee, den möchte ich glaube ich noch nicht. Aber der kämpft. Ist aber nochmal verbündet hier.
haben wir denn dafür Ansprüche? König Flein. Okay, der hat einen einzelnen Anspruch da hinten. Wie sieht es mit Italien? Dem Italien eigentlich aus? Nee. Wir brauchen da halt einen Diode-Anspruch, ne? Was haben wir denn für Großreiche? Immer ein Maghreb hier unten. Das sieht gut aus, aber da fehlt uns auch noch einiges, ne? Wo ist denn da der Wappen? Wo ist das Wappen? Sag mal. Blind? Ah, hier. 22 haben wir, 50 brauchen wir noch. Schlecht. Was ist der? Nee, das wird nichts. Weit unterlegen. Wenn meine Truppen müssen irgendwas tun, dann machen wir doch das. So. Mal ausheben. Das dauert jetzt ein bisschen da unten, das macht aber nichts. Ich werde mich jetzt hier einfach vergrößern. Ritter einladen. Das sollten wir unbedingt suchen. Ein Arzt tun und sich schon wieder weg. Immer doch. Gewichtsverlust. Nimmt ab. Anspannung für 25. Ja, ich habe keine Anspannung. Vielleicht schaffen wir es ja, dass Dicky ein bisschen dünner wird. Und da ist ein Ritter. Da möchte ich aber gerne die Bekehrung von dir. Tut er. Jo, sagt doch mal eure Meinung dazu, ob wir ein neues Let's Play nochmal in Skandinavien jetzt starten sollen mit den Änderungen. Wir müssen eh ein neues Let's Play machen. Vor dem Hintergrund, dass wir die Änderungen mal anschauen wollen. Was es denn Neues gibt. Weil das ist ja noch ein alter Speicherstand, sprich wir spielen da noch nicht komplett neu. Ich glaube, Winter gibt es trotzdem, aber so die ganzen anderen Änderungen sind nicht drin. Mit den Bündnissen und so. Das geht dann wirklich nur, wenn wir ein neues starten. Leider. Aber gut, es wurde halt auf der Karte einiges geändert. Ich glaube in Italien, in Island, in Schweden oben. Und dadurch gibt es da halt so ein paar Kleinigkeiten, die sich geändert haben. Der fährt irgendwo in die Pampa hier oben. Jetzt schicken wir eine Armee hoch, wo auch immer er hin will. Wahrscheinlich zu unserer Hauptstadt. Ah, ein weiterer Sohn. Die ist ja sehr fruchtbar. So, ein weiterer Ritter ist eingetroffen. Sehr gerne. Ein 17er, das klingt gut. Glaubensoberhaupt um Geld bitten, natürlich. Wohl überlegt, Meinungszuwachs durch Geschenke höher. Ich bin ja ein ganz fähiger Diplomat, daher passt es. Jetzt geht er wieder aufs Meer, wo auch immer jetzt wieder hin will. Ich weiß es nicht, jetzt landet er wieder an. Ich laufe jetzt da einfach mal hin. Tanger wird belagert. Sollen sie doch da oben belagern, sind wir doch wurscht. Ist eh gleich durch, die Hauptstadt steht unter Belagerung. Kommt er noch weg? Ich glaube nicht. Fraktion geschaffen gegen uns. Was haben wir denn hier für Fraktionen? Das sind alles nur Aufständler, oder? Nee, hier ist ein Herzog dabei. Das ist ja frech von dir, was willst du denn? Wo bist du denn überhaupt? Der Krieg ist beendet. So sei es. Alle verstoßen. Ja, die gehören jetzt mir. Ich möchte die aber gar nicht. Der König Flein. Der ist ein Zickiger.
Der kriegt von mir mal die zwei Gebiete hier noch dazu. Dann ist er happy. Na, genau, so finde ich das gut. Herzogtum schaffen. Yes. Das kriegt auch noch der Herr Flein. Bitteschön. Jetzt ist er bei 100 Punkten. Mehr geht nicht. Ich kann eine Jagd veranstalten. Wäre vielleicht ganz gut. Ich habe ein bisschen Anspannung. Durchs Abnehmen. Ich armer. Was ist denn mit ihm hier los? Dem gehört es hier oben. Interessant. Soll ich den verleihen? An ihn? Oder wir holen uns Ellen noch. Das wäre auch noch eine Option. Herzogtümer. Königreich Irland. Brauchen wir noch 6 Grafschaften. Jetzt haben wir aber hier gerade die Kriege im Laufen. Der Unten. Aber das soll er mal selber machen. Ich würde gerne die Kanarischen Inseln. Die gehören ja eigentlich zu Spanien noch. Mir holen. Zweit unterlegen. Lambda. Ist mit den Kanarischen Inseln verbündet, aber die kriegen wir. Herzogtum. De Jure. Mhm. Aber eher das Emirat. So. Und das kann sich dann der andere noch schnappen. Oder wir nehmen gleich beide, da die eh verbündet sind. Das könnten wir auch tun. So. Und auch gleich den Kanarischen Inseln. Ums Herzogtum. Ja. Unseren Sammelpunkt hier hinterlegen. Wir sind so stark im Moment, wir müssen das ausnutzen. So, ausheben. Eine Fraktion geschaffen. Was war das jetzt? Wer ist das? Freiheitsfraktion. Jagdtrophäe finde ich gut. Der Herzog von Sevilla. Was ist denn mit dir verkehrt? Gib mal Ruhe. Du hast halt ein bisschen Geld. Und dann bitte. Dankeschön. So. Okay. Wir sammeln die Truppen. Ja. Und dann holen wir uns die zwei Länder rein hier. Und dann schauen wir mal nach Irland, glaube ich. Das Königreich hätte ich auch gern noch angeschlossen. Ja. Dann machen wir einen Cut hier. Wir sind über einer halben Stunde wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank. Bis bald.